Oder, warte, müssen wir vielleicht durch die Glasscheibe durch? Nein. Dann nicht. Dann durchschießen tatsächlich? Auch nicht. Habe ich hier sonst noch irgendwas, wo ich anvisieren kann? Ne, sieht nicht so aus. Sonst bekomme ich ja da immer so einen roten Punkt an etwas dran, womit ich interagieren kann, aber hier nicht. Gut, dann laden wir mal kurz noch eine Kugel nach hier, um sicher zu gehen. Und dann habe ich immer noch keine Ahnung, wo wir lang gehen können. Ich gehe hier mal ganz langsam überall lang. Wir haben eigentlich hier jetzt nicht so viel Fläche, mit dem wir interagieren können. Oder ist hier wieder irgendwas zum Durchkriechen und ich sehe es nicht. Tatsache. Gut. Hier haben wir wieder eine Kiste. Wieder ein Verbandskasten. Ah. Okay, schnell durch hier einfach. Na, komm, geh weg. Wir müssen weiter. Ja, beiß mich doch nicht, du scheiß Beißer. Oh, verdammt. Das ist echt super hier. Kampf gegen die Zombies. Ist schon ein bisschen realistisch gemacht, gebe ich ja zu, aber nicht wirklich einfach. Nee, einfach ist was anderes. Aber nun gut. Gehen wir weiter. Was haben wir hier? Ach ja, das war der Verbandskasten. Da war was. So. Na, er beißt mich schon wieder. Es gibt's nicht. So, jetzt verrecke. Ich hoffe, er steht nicht normal auf. Und bam. Nicht? Okay, dann gehe ich mal weg hier. Ich muss hier weg, Leute. Ich muss hier weg. Weg. Nochmal einen Verbandskasten einsammeln hier. Damit es uns wieder gut geht. Geh weg. Oh, und ich will halt auch keine Muni verschwenden. Ich weiß ja nicht, was uns hier jetzt noch alles erwartet. Deswegen. Geh weg. So, der eine ist schon mal weg, das ist gut. Den anderen kriegen wir auch noch. So, fall hin, damit ich dich erledigen kann. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Finish him! Okay, der hat tot. Okay. Dann ist gut. Gut. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Vermutlich. Ja, gar nicht. Hier kann ich vielleicht wieder durchklettern? Ja, okay. That fire is blocking my path. The smell is horrible. If I could find a way to put it out. Ja, ob wir einen Weg finden, dieses Feuer hier auszumachen, ich weiß nicht. Versucht erstmal an die Leiter heranzukommen. So, jetzt. Nein, immer noch nicht. Okay, dann nicht. Ja, lauf gegen das Auto. Beste, was du tun kannst. Ich laufe hier aber anscheinend auch nicht so wirklich sehr gut immer an die Kante. So, jetzt aber. Und schauen wir mal hier oben, ob wir hier irgendwas finden, was uns hilft beim Auslöschen des Feuers. Was haben wir denn hier? Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet O. Elwood Toll. Okay. An der Tür. Jetzt kommen wir aufs Dach wahrscheinlich. Genau. Und da ist so ein Wasserdings. Na dann. Tackle! Wow! A waste of precious drinking water. But I have to find my friends, my family. Genau. Gut, dann heißt das ja, wir können da jetzt einfach über das Dingens rüberklettern. Über den Lastwagen da. Ja, aber natürlich sind hier auch wieder jede Menge Beißer. Ich nenne sie jetzt auch schon immer Beißer, wie die Leute aus Walking Dead. Das ist unglaublich. Lauf! Siehst du so, die Meerschweinchen feuern mich an hier. Es ist unglaublich. Wieso kommt er jetzt? Das haben wir aus dem Loch. Ich finde das nicht okay. So, rüber. Und rein.
Gut. Muss ich von hier aus versuchen, mich in der Dunkelheit hier ein bisschen zu orientieren. Hier haben wir wieder eine Beschwerde an die Polizei von Seattle. Darin werden die Behörden vor der andauernden Drohungen eines Nachbarn aus dem dritten Stock gewarnt. Na super, also uns erwartet da ein ganz toller Zombie. Ah, ist das, ah, geh weg. Drecksack. Komm mal ran hier, damit ich die sehen kann. Ja, los, komm. Ja, da rennt er einfach. Ich glaube, es hackt. So, er ist down. Oder zumindest unten. Das heißt, ich kann, wenn ich ihn richtig treffe hier... Ja, natürlich nicht getroffen. Ja, wieder daneben. So, ist er jetzt down? Ich glaube, ja. Schlagen wir nochmal nach. Ich glaube, er hat jetzt tot. Okay. Gut, dann kann ich hier jetzt wieder raus. Und hier müssen wir hoch. Er hält nur noch einen Hit mal wieder aus. Gut, wir sind nicht in die Horde von Zombies gerannt. Das ist schon mal gut. Ist immer ein bisschen doof, wenn wir hier durch die Zombies durchrennen oder in so einen Raum reinrennen. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Und dann kommt da einfach so ein Ding und will mich ärgern. Komme ich hier irgendwie hoch? Natürlich nicht. Wieso denn auch? Okay, obwohl hier kann ich ja wieder rausgehen. Oh, ich bin auch doof. Bin das jetzt noch nicht gewohnt, dass hier jetzt quasi alles immer so ein bisschen weiterdenkend ist. Das ist wirklich gut gemacht eigentlich. Dass halt auch halt die Kamera dann ranzoomt in so einen Raum quasi, damit du dich quasi fühlst, als wärst du in diesem Raum und siehst dann halt nicht auch wirklich, was auch überall anders ist. Und haben sie wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Gefällt mir. Jetzt geht er doch mal hoch hier. Nein, nicht so. So vielleicht. Nein, auch nicht. Noch ein Stückchen. Und ran. Nee? Ist aber schlecht. Kann ich da irgendwas abschießen? Auch nicht. Ich versuche da das Seil zu erwischen. Oder was da auch immer runterhängt. Aber ich erwische es einfach nicht. Ist hier vielleicht draußen noch eine Leiter? Nein! Ey. Ah, shit. Voll runtergefallen. Ah, ich überlege halt auch schon, was es hier mit dieser Mitte auf sich hat, aber ich glaube, das, da kommen wir dann noch zu. Erstmal gucken, wie wir jetzt hier hochkommen. Falls wir das überhaupt müssen, weil es wird ja auch angezeigt hier, aber ich kann es hier nicht mit interagieren. Also es ist was zum Festhalten. Das ist auf jeden Fall. Aber inwieweit das jetzt hier nützlich ist, ich weiß nicht. Gehen wir hier runter. Vielleicht kann ich ja hier noch irgendwas verschieben oder sowas. Also diesen Kasten hier auf jeden Fall nicht. Hier habe ich ja auch keine weitere Treppe nach oben. Oder kann ich mich da an das Seil hängen? Nee, ne? Na, was machst du denn? Was machst du denn? Er sollte nicht darüber springen, verdammt nochmal. Ah. Ist einmal so ein Charakter allein, ne? Geht ja schon gleich Suizid hier. Ne, hier geht's nicht hoch. Hier sowieso nicht. Hier muss ich nach draußen und dann da hoch. Ist schon nicht so einfach, wenn man auch nicht alles erkennen kann, was man machen kann. Und hier durch kann ich auch nicht. Nee. Shit, ich wollte jetzt eigentlich mich da irgendwo ranhängen an die Kante. Aber das wollte er mal wieder nicht. Dann gehen wir mal durch. Hep! Hep! Ich will da ran! Verdammt! Nee, macht er einfach nicht. Ich weiß nicht, was jetzt hier geplant sein soll. Warte mal, geh mal hier hin. Ah, doch, natürlich! Ich hab doch einen Walljump. Ich bin so doof. So, jetzt geht es. Okay, dann können wir jetzt hier weiter nach oben aufs Dach und uns einen Keks freuen. So, gleich aufpassen. It seems that those planks block up the way to the rooftop. I
think that those shadows might be of help to me. Ich denke auch. Komm mal rüber hier. Los, komm. Komm mal schneller hier. Leute. Frischfutter. Und bam. Da fallen sie runter. Und haben bestimmt den Sturz überlebt irgendwie. Frage ist halt, ob ich jetzt da unten jetzt weiterkomme. Aber bestimmt. Aber halt auch gegen Zombies kämpfen oder sowas. Ich weiß nicht. Im Moment sieht's noch gut aus. Na, nimmst du wohl hier den Stahlbalken in die Hand? Geht doch. Hier haben wir wieder was? Achso, das ist das, was dann allerdings steht. Okay. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier, wenn wir hier an die Leiter hochgehen, links an das Dings ran. Okay. Das klappt ja eigentlich ganz gut. Fragt sich nur, wie lange das auch klappt. Ein Testament geschrieben von einem Bewohner des Apartmentblocks. Hier steht unter anderem, dass er beschlossen hat, den Boiler des Hauses in die Luft zu jagen, um all seine infizierten Nachbarn umzubringen. Ob er das geklappt hat, ich glaube ja nicht. So. Hier muss ich jetzt wieder ranspringen. Und hoch. Und dann hier rechts ran. Einmal rechts ranfahren, bitte. Okay, gemacht. Gut, und dann kann ich jetzt da wieder ganz gekonnt rüber sprengen und runterrollen. Klappt doch super. Da ist ein Hubschrauber. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Hey, hier. 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 Achso. Okay, dann will ich den nicht begrüßen hier. Ja, super. Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Strom überall. Wenn ich jetzt hier zu nah gehe. Doch, das geht noch bis hier hin. Nein, nicht so. Ja, besser. Okay. Jetzt kann ich hier dann rüberspringen. Rüberspringen, rüberspringen. Geschafft. Und runterrutschen. Und ran da. Ah, schneller, schneller, weg, weg, weg. Nein, da war ich nicht schnell genug, verdammt. Ich hab's schon befürchtet, dass das passieren wird. Er wollte einfach nicht. Okay. Zumindest sind wir schon mal ein Stückchen weiter. Jetzt da links auf den Kasten drauf. Sieht gut aus. Und dann hier nochmal auf die Lüftanlage. Ah, okay, es geht natürlich auch. Mit hier mal runter. Obwohl, ich muss eigentlich da links lang, ne? Habe ich mal wieder befürchtet. Lass mal hier fallen. Warum auch immer da ein Hänger war. Shit. Okay, das klappt. Wenn ich jetzt hier den Generator ausschalte. Obwohl, ich könnte das auch zu meinem Vorteil ausnutzen. Da rechts weiter kann ich wahrscheinlich. Ach, das kostet mich auch noch Ausdauer. Na super. Aber ich könnte. Ich könnte die schon mal zur ersten Stromfalle dahin locken. Das ginge schon. So, komm mal her. Also man sieht schon, wie das hier meine Ausdauer hier verbraucht. So. Dann lassen wir uns halt mal hier fallen. Na, nicht in die andere Stromfalle hier. Und mal den Strom aus. Gut. Ach, du Kacke. Muss ich auch noch schnell sein. Und durch da. Oh Gott. Bin auch noch eingesperrt. Halleluja. Puh, und Fahrer. Ehrlich. Muss ich hier rüber? Nein. Ich dachte, ich muss jetzt ja so ein bisschen Wall-Jump und dann an die Stange und dann in die Leiter. Aber nö. Muss ich anscheinend nicht.